Der Diebespfad steht als nächstes an der Reihe. Denn dieser Dino da hat was von Mello geklaut. Da ist er! Das ist der Kerl! Und den Groschen hat er sicher in seinem Sack! Los Mario, auf ihn! Was willst du denn, Sahneklecks? Pff, nicht mal als unschuldiger Räuber hat man seine Ruhe. Okay, sie geht aber richtig ab hier. In Diebesfahrt. Wow, daneben. Aber ich bleib mal hier extra stehen, denn dein Blumenpunktekonto gilt nicht für einzelne Helden, sondern für die gesamte Gruppe. Plane also klug, wer mit Spezialtechnik angreifen oder heilen soll. Heilen, okay. Was haben wir denn da jetzt? Einen Froschart. Bonk. Ah, wir haben einen Hammer. Das ist das Timing anders. Was hast du denn eigentlich? Blitzgewitter und Gedankenleser. Setze alle Gegner unter Strom, drücke A kurz vor dem Ende des Blitzgewitters und erfahre, wie viele KP dein Gegner hat. Drücke A für weitere Geheimnisse. Okay, lies mal den Goomba da. Hab ich's geschafft? Anfällig gegen sehr viele Sachen. Komm, Digum, ich bin müde. Verständlich. Aua, der arme Mello. Oh, oh, was hat er vor? Alter, so viel Damage. Nein. Ich muss ihn heilen. Ich kann nicht weiter angreifen. Ich muss ihn heilen. Ja, nimm diesen Krüppelpilz. Dankeschön. Kein Problem. So, und du kannst ja nochmal die Gedanken von diesem Dorni lesen. Okay. Ja, ein paar weniger Sachen. Du wärst bereit, wenn du auf mich springst. Trau dich ruhig. Na, Angst, ha. Verdammt. Nicht immer auf Mello gehen. Genau, geht auf Mario. Oh, geht nicht auf Mario. Okay, wir setzen unseren legendären Sprung ein. Gegen den Bösen da. Oh, der lebt immer noch. Was der wohl gerade denkt? Das würde ich gerne mal wissen. Muss wahrscheinlich alle lesen. Ah, oh, daneben, oder? Dieses Sonnenlicht brutzelt einen durch. Bam. Oh, fast tot, nein. Fast tot. Okay. Wir heilen uns. Aber noch ein Pilz. Und Mello setzt mal sein Blitzgewitter ein. Das alle geht unter Strom. Drücke A kurz vom Ende. Ah, nicht gedrückt. Aber das hat richtig viel Damage gemacht. Wow, Mello ist richtig gut. Schön, dass wir ihn bei uns haben, den kleinen Wicht. Den kleinen Frosch? Er sagt von sich aus, dass er ein Frosch ist. Keine Ahnung, inwiefern das stimmt, aber er sagt es halt. Wir speichern direkt in Diebesfahrt. Ist hier irgendwas? Ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwas verstecken. Aber bisher sehe ich noch nichts. Komm, einen davon können wir nochmal angreifen. Das sind drei Stück, einen machen wir noch. Ich will den Hammer nochmal ausprobieren. Ah, zweimal muss er drücken. Ach, verdammt. Okay, aber das war schon mal nicht schlecht. Hat schon mal Damage gemacht. Das ist schön. So. Nochmal ein Blitzgewitter. Das war gut. Schätze ich. Was? Wie spät muss man dafür A drücken? Also die Timings verstehe ich noch nicht. Vielleicht bin das auch nur ich, aber ich verstehe sie noch nicht. Bam, bam. Okay, der Hammer ist richtig gut. Mit dem muss ich eben mehr arbeiten. Und wir kriegen ein Level Plus. Und Mello fängt an zu tanzen, denn Mario ist Level 3. Mario hat die Technik Feuerball erlernt. Feuerfrei. Spamme den A-Knopf. Okay. Wir können jetzt... machen wir mehr KP. Ja. Machen wir das mal. Das wird bestimmt hilfreich. Aber wir sind geheilt dadurch. Das ist sehr nice. Hey. Ihr schon wieder. Gut, dass eure zarten Beinchen nicht zum Sprengen gut sind. Bis dann, Zartbeinchen. Das sagt ihr zu Mario? Moin, moin. Hat die Mütze übersehen. Ist ein Geheimschatz. Den müssen wir finden. Wo ist der? Hä? Wo ist der? Ja, wo ist der? Ich finde ihn nicht. Hier ist nix. Wow. Oh Gott, das ist 3D, Alter. Es muss ein 3D-Spiel sein, sonst geht das nicht. Warte, ist hier was? Nee. Aber schau mal, hier ist ein neuer Gegner. So eine Ratte und eine Maus. Ach nee, sorry, ein Hunderlich. Interessanter Name auf jeden Fall. Bam, bam. Abgewehrt. So, Gedankenleser, wer ist das?
Was denkt er wohl? Er denkt bestimmt nichts Gutes. Darf man mal abbeißen? Kannst mal an meinem Hammer beißen. Ja, schmeckt nicht so gut. Gott, es sind noch mehr von denen. Mach mir Angst. Wo ist ein Secret? Hier ist irgendwo ein Secret. Das ist aber nicht wo. Oh. Oh. Das ist nett. Danke, Plattformen. Die extra für mich einen Weg formen. Wie ein Plattform. Eine Form einer Platte. Moin. Ach, damit komme ich wieder hoch. Hier ist doch irgendwas. Mann, wo sind die Geheimnisse hier? Geheimschatz in der Nähe. Kann man die egal wann holen oder muss man die immer sofort holen, wenn das da steht? Weil ich habe das Gefühl, mir fehlt vielleicht noch irgendwas, bevor ich die alle holen kann, weil... Also, ich springe ja jetzt überall rum, wo ich denke, wo die was verstecken könnten. Aber hier ist ja überall nichts. Offensichtlich. Also das ist sehr fragwürdig. Ich gehe erstmal weiter. Ich hoffe, das ist okay. Vielleicht muss ich nochmal zurückgehen. Ich weiß es nicht. Machen wir. Gas! Wie oft denn noch? Aber macht euch keine Hoffnungen. Mich kriegt ihr Schleichgebrüder nie. Sag das mal nicht. Ich bin super fast. Super schnell. Miau, miau, miau. Hey, du da. Red mit mir. Ich muss ihn einholen. Von dir geht er mich einholen. Da hängt die überall fest. Ist nicht gut. Hey. Hey, du da. Bleib stehen. Ah, Mist. Ihr wollt also auch noch aufs Maul? Könnt ihr kriegen. Bam, bam. Der erste geht weg. Melo, was hast du als Angriff? So ein Langarm. Starfinger. Ah, oh, Good job. Mach mal deine Starfaust. Starfaust. Ah, verdammt. Hab's nicht gecheckt. Ein einzelner Hammerschlag reicht für den schon aus. Yeah. So, hey du da. Nein. Der blöde Dieb. Er will den Schatz haben. Nein. Werdet ihr bezahlt fürs Nerven? Dabei hätte ich mir die Truhe doch nur so gerne die Kralle gerissen. Nö, das ist jetzt meine Truhe. Danke. Mach ich das. Ich rutsch sofort ab. Ah, verstehe. Hab's. Stern. Oh, noch mehr. Oh, viel mehr. Überall Wölfe. Neuer Level? Wie neuer Level? Wow. Für Mallow ist ein Level Plus angesagt. Jetzt auf Mario mal tanzen. Oh, direkt Level 3. Oh, KP-Regen erlernt. KP-Auffrischung gefällig. Drücke A kurz bevor der Regen endet. Mehr Kraft. Du kannst beim Erkunden der Spielwelt durch Drücken von Y Spezialtechniken einsetzen, um dich zu heilen. Ah, danke Mallow. Du bist sehr hilfreich. Schau mal da, da ist noch ein viel krasserer Schatz. Das ist echt cool gemacht hier, aber ich muss auch sagen, die Plattformen sind ein bisschen langsam. Und ich finde, man springt viel zu krass, viel zu wild. Sag ich jetzt mal. Man springt immer so wild rumher. Ich will da den Schatz haben. Da ist bestimmt was Krasses drin, aber ich will nicht kämpfen. Nein, bloß nicht. Ha, Blütenpunkte ab. Wo ist er angegangen? Hier? Ich glaube, hier ist er dann gegangen. Hab ich recht? Ja. Ja! Lässt einfach nicht locker, das Pack. Und obendrein ist dort vorne Sackgasse. Ich weiß, ich verstecke mich. Okay, dann sag mir halt, was du tust. Da unten irgendwo. Wie gemein! Hat sich irgendwo verkrochen. Hör mal, Mario. Wenn wir ihn finden, dann versuchen wir am besten, uns irgendwie von hinten an ihn ranzuschleichen. Ich habe noch keine Stimme für Mallow. Ich überlege mal noch eine, während wir das machen. Das Abenteuer hier machen. Okay. Hi, du da. Ha! Wollt mich schnappen, wie? Aber nicht mit mir. Ihr müsst jetzt das Porenta-Spiel mit mir spielen. Ha! Okay, wenn das so ist. Hä? Was zum... Ah! Seid ja ganz schön helle, ihr zwei! Aber ich bin heller! In dem Tempo braucht ihr 100 Jahre, bis ihr mich schnappt. Irgendwie hat er recht. Müssen noch schneller sein, irgendwie. Hier, von hinten. Ah! Gah! 50 Jahre, nicht mal 100 Jahre. Was sagst du jetzt?
Aha. Nicht mit mir. Hey, du da! Bleib mal stehen! Ja, ganz schön sensationelle, ihr zwei! Aber ich bin sensationeller! In dem Tempo brauchst ihr noch... Ah, ist ja gut, ihr mich angeschlagen! Ihr kriegt den wiederen Groschen! Ich hol ihn raus aus meinem Säcklein raus! In Ordnung, wird gar nicht lange dauern! Ist eine Falle! Na sowas, ich hab ja was ganz anderes für euch gefunden, und zwar Backpfeifen! Oh oh... Das gibt Ärger! Mr. Croco Guy hier, der will... wohl einen Feuerball abhaben! Perfekt! Autsch! Sag mal, was denkt er denn? Oha. Gute Güte, bin ich gut! Denkst auch nur du. Löscht deinen brennenden Schwanz. Oh oh. Okay, was können wir tun? Wir können... wir greifen an! Mit dem Hammer der Stärke! Oha, der hat gute Abwehr, der Junge. Ich baue mal lieber auf. Ich baue mir die Punkte auf. Obwohl... Ne, ich baue auf. Starfaust! Oh, okay, nein, Merlo ist schwach. Nice, good job! 99. Luftballon. Noch mehr Feuer, habe ich gehört, willst du haben? Bam! So, und jetzt holen wir Toads Hilfe dazu. Dum. Ein blaues Yoshi-Ei? Schützerei. Schützerei? Nee, Schützerei. Lol. Abwehr erhöht, aber nur für wen? Für beide? Ich weiß es nicht. Könnte aber sein. Der Hammer haut dich um. Ah, leider nicht. Ja, keine Ahnung. Das ist halt, Blitzgewitter ist halt eine Attacke für mehrere, ne? Egal, ich mach's mal. Ja, ich kann das Timing nicht davon. Das ist ein bisschen schwierig. Wow! Oh, Glück gehabt, das hat mich irgendwo getroffen. Ich versuch mal den Sprung, der vielleicht besser landet. Nee, Feuerball ist das Beste, glaube ich. Aber den kann ich jetzt nicht mehr einsetzen. Mies! Egal, dann kriegst du zumindest die Starfaust. Mach gar keinen Damage. Seltsamer Pilz? Ein blauer Pilz. Okay. Komm, wir nehmen jetzt mal einen Honigsirup. Bading! Schön. Dann können wir jetzt wieder Attacken einsetzen. Was setzen wir ein? Nix. Daneben. Ah, natürlich. Aber wir dürfen nochmal angreifen. Sehr löbenswert. Du kriegst das hier nämlich jetzt rein. Bam. Oh yeah. Und nochmal ein Blitzgewitter. Bam. Der lebt immer noch, ne? Aua. Das geht zu weit, Freundchen. Nimm das. Wow. Du dumme Stippennase. Gib sofort um was Groschen her. Ein Froschmünzchen. Gah, Frechheit. Das zahle ich dir heim, du liederlicher Knubbel. Ah. Behaltet euren blöden Groschen doch. Ich mach mich davon. Mal vom Acker. Arrivederci, Armleuchter. Hurra, wir haben ihn trotzdem. Ich kann auch Solo Stimme geben. So Kermit-like, aber nee. Blumenkapseln bekommen. Endlich haben wir Opas Groschen wieder. Ach, ich bin ja so froh. Danke, Mario. Endlich kann ich meine Besorgungen erledigen. Hm? Nanu, schau doch mal. Der Krokoschuft hat da doch glatt einen Geldbeutel liegen lassen. Okay, nicht einfach beschlagnahmen oder behalten. Ich muss jetzt dringend zurück zum Geschäft vor dem Palast. Kommst du mit, Mario? Wir können ja deine neue Geldkarte einsetzen. Damit reisen wir blitzschnell zum Pestplatz. Die Weltkarte. Und die Kinder sind weg. Oh no. Ich hab die. Ah, die Koopas hätte ich noch bekämpfen müssen. Okay, mit dem Reisebuch. Nee, mit der Weltkarte können wir uns einfach teleportieren. Ha. Cool. Gab es auch damals schon? Bestimmt nicht. Was zum? Was ist denn passiert, als wir weg gewesen sind? Oh oh. Hopsen hin. Müssen ihnen helfen. Ja, wie wär's mit ein paar Feuerbällen? Ja. Bam. Da kippt er um. Was zum? Das brennt aber ordentlich. Was denkt er denn so, der Shy Guy? Der Hops Guy. Moin, moin, moin. Ja, das würde ich mir auch denken, wahrscheinlich.
Wie wär's mit 9? 9? Blapp. Nein! Oh, gar nicht gut, gar nicht gut. Heilen. Bitte heil mal den guten Mario. Den Krüppelpilz. Dankeschön! Blopp, blopp! Okay, jetzt sind sie down. Wir brauchen mehr Level-Ups. Ganz dringend, ganz wichtig hier. Danke, Mario! Ich wollte ja weiter da komischen Gestalten spielen, aber das hat sich irgendwie erledigt. Alles voll davon. Ja, das ist für dich. Habe ich gefunden. 10 Münzen. Nett. Wir müssen helfen. Die anderen noch zu besiegen. Wir müssen den anderen helfen. Mit dem Eisbär! Okay. Daneben. Okay. Greifen wir mal an. Bam, bam. Mallow ist einfach richtig schwach. Einfach richtig schwach. Mit dem kann man nicht wirklich kämpfen. Der ist einfach nur ein Support. Aber bisher ist er sehr nützlich. Uff, das war echt knapp. Danke für die Rettung, Mario. Hey, das ist ja mein Geldbeutel. Den hat mir das Krokodil geklaut. Darf ich ihn wieder haben? Nicht mit mir. Klar. Du bist der Größte. Hier, ein kleiner Finderlohn für dich. Los, nimm schon. Blumenkapseln. Dankeschön, Kumpel. Setz dich direkt mal ein, oder? Bling, bling. 21 haben wir jetzt. Hey, du da, lass mal sein hier. Ihr habt Spaß. Ich sehe das schon. Ich habe aber keinen Spaß, wenn ihr Spaß habt. Aua. Let's Gewitter, das machen wir gerne. Bam. Da macht er nicht so viel Damage leider. Aber er ist jetzt down. Okay, wir können jetzt zumindest ein bisschen XP sammeln. Ich möchte nicht zu viel XP farmen. Aber wir sind jetzt schon wieder Level Plus. Level 4 für Mario. Und er kriegt mehr Blumenpunkte. Nee, doch nicht. Er kriegt mehr Magiestärke, Magieschutz. Er wird noch besser in seinen Special Attacks. Das können wir auch machen. Wow! Oh Gott. Oh oh. Okay, warte. Wir machen was Kluges. Wir gehen auf den mittleren und machen dann den rundum. Ah, schade. Ich weiß nicht, wie das ausgewählt wird. Daneben. Good job. Und jetzt Blitzgewitter auf alle drei. Bam. Boah, gut gemacht, Mallow. Jetzt hast du mal was richtig gut gemacht, Kumpel. Hast dein Level-Up verdient, aber er kriegt's noch nicht. Noch nicht. Hey Mario, bist du da in was reingetreten? Jetzt ist nicht die Zeit für Witze. Gott, was machen die hier? Da kommen noch mehr. Hä? Da war doch keiner. Das Spiel sagt was anderes. Okay. Oh oh. Oh nein! Oh. Kampfattacke plus. Gut gemacht, Mallow, aber pass bitte auf dich auf. Nicht, dass du stirbst. Good job. Den hast du. Den hast du gut platt gemacht, Kumpel. So, warte. Ich geb dir mal einen Pilz. Was, du kannst deinem Kunden in der Spielwelt durch Drücken von X Items verwenden, um dich zu heilen. Ah, so muss man es machen. Aber warte mal, Mallow, setz doch mal einen Kopierregen ein. Tiding, good job. Und jetzt? Alter! Wie viele von euch gibt's denn bitte noch? Das gerät ja langsam außer Kontrolle! Zu viele von euch. Okay. Ausgewichen. Blitzgewitter ist doch besser hier. Kannst du hier drin regnen? Stürmen kannst du auf jeden Fall. Krass. Das ist schon echt krass, Mann. Das muss ich zugeben. Warte mal. Kann ich da rein sprengen? Ich kann mir reden, Alter. Aber kann ich danach springen? Das wäre krass. Bam, bam. Nee, keine Ahnung. Gut gekontert. Nicht gut gekontert. Aber alle drei auf einmal vernichtet. Nicht? Hä? Was ist jetzt passiert? Keine Ahnung, was gerade passiert ist. So, aber beide fast down. Können wir den? Ja. Können. Was? Aber greif mich zurück an. Was ist gerade passiert? Wieso kann ich den mit Mallow nicht killen? Das war seltsam. Und sorry, falls ich manchmal in Let's Plays zu schnell rede. Ich muss weiterkommen. Ich muss ja was erzählen, aber trotzdem noch weitermachen mit dem Spiel. Level Plus! Mallow! Mehr KP auf jeden Fall. Der geht ja fast down immer.
Ah, schade, ich hab nicht dran gedacht. Warte, wo ist der Toad? Kann der Toad nochmal verlangen? Kann man nochmal so einen Superjump einsetzen? Den Sprung? Das Toad. Wo rennt er hin? Auf jeden Fall kommen die von hier. Ist dran vorbei, da müssen wir uns nicht mit denen rumschlagen. Oh nein. Haha, keine Spuren von den Pilzwichten. Da haben sich alle verdünnisiert. Was rein, du gehört dann an uns. Und jetzt hüpfen wir hier ungestört rum, so viel wir wollen. Hurra, wer jetzt letzter Loshüpfer hat verloren. Mach das mal. Hey, kein Tritt weiter. Schau dir den mal an, Alter. Der steht einfach da und hüpft gar nicht auf und ab. Los, den petten wir. Hey, was soll das? Muss weiter. Was zum... So ein süßes kleines Schwertchen mit einem Spring dran. Er gehört, Jacken. Die zwei Knallköpfe hier wollen uns wohl unsere schöne Hüpfparty vermiesen. Wie finden wir das? Frechheit! Ich bin erpönt! Gehört bestraft sowas. Echt, Todesstrafe. Und der Schnauze ist auch voll doof, Mann. Oh. Und ein Boss. Klingklong und Leibwachen. Ich habe eine Blütenbrünche geheilt. Ich muss einen Sirup nehmen. Sagen die was anderes, die Leibwachen? Lass mal sehen. Ach, verdammt. Daneben. Oh, jetzt krieg ich den Text nicht mehr mal. Oh, wie blöd. Nein. Verdammt! Nicht abwehrbar! Oh. Ich brauche Hilfe. Tori. Gib mir was Hilfes. Hilfreiches. Hä? Oh, Stacheln? Sternenstoß. Oh. Nice! Aber jetzt kann ich den nicht mehr lesen. Ups. Aber den Klingklong hier, den kann ich noch mal lesen. Oder? Boing, boing, boing. Oh, wow. Oh. Okay. Wir machen es folgendermaßen. Ich spamme Feuerbälle. Und du bist Support. Okay, das hat nicht so viel geholfen, wie ich dachte. Okay, heil dich mal. Oh, wo ist der A drücken? Dann kann man noch mehr heilen. Oh, no. Hammer. Versuch's mal. Ja? Not bad, not bad. Du? Honigsirup. Feuer. Oh, armer Mellow. Nein. Okay, wir machen den Sprung. Vielleicht ist er besser gegen diesen Boss. Ja, ist er. Okay. Ist er. Heil mal bitte Mario. Jetzt? A-Spam. Dankeschön. Okay, bringt nichts. Oh Gott, die Leibwachen sind wieder da. Nein. Das kann nur Melo wegmachen. Der kann ich jetzt nicht. Bam. Okay, Melo. Nehmen wir nochmal Gedankenleser tatsächlich. Ich glaube, die sagen was anderes. Oder? Boing, boing, boing. Ja, wow. Aber die haben was anderes gesagt. Das ist so. Vielleicht war es ja wichtig. Ich habe gedrückt. Komm schon. Okay. Oh oh. Wo ist er hin? Er ist weg. Okay. Du nimmst deinen letzten Honigsirup. Wir müssen gleich mal mehr kaufen. Und Melo, du machst alle weg hier. Hey, wieso kann ich nicht A drücken währenddessen? Verstehe ich nicht. Weil es im Haus ist oder so? Alter. Ich habe Angst. Greif an. Bonk, bonk. Ja, jetzt hat's geklappt. Warum auch immer. Melo? Hi Mario. Jetzt? Nein? Keine Ahnung, wie das funktioniert. Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Ich block doch! Scheinbar falsches Timing, aber trotzdem ist das dumm, ey. Du bist auch dumm übrigens! Ja, deshalb verschwindet er jetzt auch von der Bildfläche. Du, mein Kumpel, kriegst auch was ab. Weißt du noch,
nicht wahr? Ich muss es mir noch überlegen. Angriff. Gar nichts. Ah, nett. Danke, Hörspiel. Bam! Der lebt immer noch. Was ist eigentlich sein Problem? Muntermacher haben wir, falls einer down gehen sollte von uns. Immerhin etwas. Ein bisschen abgeblockt. Hat man auch gesehen. Bam! So, Mello. Hi, Mario. Was ist jetzt nochmal mit dem Timing? Hä? Oh, keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Sieht nicht gut aus für uns. Sieht überhaupt nicht gut aus. Ganz und gar nicht. Oh oh. Wir haben gar keine Blütenpunkte mehr. Der muss jetzt mal down gehen, Mann. Das kann doch nicht sein. Ich hab ja noch einen Pilz für dich. Nom. Ah, drück dann bitte mehr Heil. Ach komm, Spiel. Ehrlich. Ich ignoriere jetzt einfach, oder? Nee, komm. Yes. Du auch. Bam, bam. Okay. Oh, wir können nicht mehr viel machen. Hä? Ist wieder weg. Okay. Hammer. Bam, bam. Du? Mama hier. Ah, nee, kann ich nicht. Was macht Mario da? Er ist ready. Hier, Mario. Eine Pilze. Warum sagt das Mello so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das war mein Fehlgas. Nein. Boah. Der Kampf ist echt schwierig, finde ich. Bam, bam. Natürlich. Ist klar. Aber abgewehrt. Immerhin. Jetzt bitte, geh down! Der kann nicht mehr so viele Leben haben! Das kann nicht sein! Und Meadows down. Boah, ein KP! Ein KP! Bam! Ey, hallo? Kann der überhaupt mal down gehen oder muss man hier sterben? Okay, ein bisschen abgeblockt. Besser als nichts. Jetzt gib mir die Leiste auf 100! Ich hab gesagt auf 100! Oh. Ach! Spiel! Komm schon! Das ist jetzt lame. Das ist wirklich lame. Aber immerhin die Leiste auf 100. Nein! Das ist weg. Toads Hilfe. Hilf mir, Toad! Das ist gut, oder? Da sterben jetzt alle. Sternstoß. Ja? Ja. Also, der muss jetzt mal endlich sterben. Ich hab fast gar nichts mehr. Ja, ist klar. Ist klar, Spiel. Okay. Bam, bam. Was mache ich bitte falsch? Ich hätte Sachen kaufen müssen im Shop, oder? Und, ich kann. Also, ich weiß es nicht. Soll ich Mello heilen? Soll ich ihn nicht heilen? Egal, wir haben ihn endlich besiegt. Junge, das ist der Anfang des Spiels. Der erste richtige Boss und wir sind fast down gegangen. Oha, nicht mal ein Level up. Krank. Aber hey, wir kriegen dadurch unseren ersten Stern. Ein Blaustern. Wie schön. Das haben wir gut gemacht, Mello. Good job. Doch was bewirkt dieser blaue Stern? Es gibt ja scheinbar 7 Sterne, wie wir wissen. Und wie man auch hier sehen kann. Ah, verflucht! Wir sind geschlagen! Der doofe Schnauzer war schon! Schnauze mit dem Schnauzer! Wir müssen den Boss machen! Nicht wie weg! Aber der sah cool aus vom Boss-Design her. Ich mochte sein Boss-Design auf jeden Fall. Hey, du da, alles okay? Meine Treu! Mario, du bist es. Ach, ich bin so erleichtert. Und abermals bist du der Retter in der Not. Doch was waren das nur für Gestalten? Eure Eminenz! Eminenz, ihr seid voll auf, sein Glück! Mario, dann hast du uns gerettet. Ach, wir verdanken dir wirklich so viel.
Ah, wirklich? Erst die Prinzessin und nun dies. Ach, vor lauter Kram weiß ich langsam weder ein noch aus. Mario, sag, wir könnten doch Opa und um Rat fragen. Mein Opa weiß nämlich alles. Manu, wer bist du denn, junger Freund? Hallihallo, ich heiße Mello und komme vom Quappenquell. Oho, na, ein jeder Freund von Mario ist in unserem Palast ein gern gesehener Gast. Also Mario, wie ich bereits sagte, du bist unsere einzige Hoffnung. Wir flehen dich an, bedeutet die Prinzessin. Mario, auch ich hab dir zu danken für alles, was du für mich gemacht hast. Lass uns also schnell rüber zum Quappenquell, zu meinem Opa. Der wird uns sicher helfen. Aber Moment mal, weshalb bin ich eigentlich nochmal hierher zum Palast gekommen? Ach, mir fällt's schon irgendwann wieder ein. Ob Klingklong, das Schwertmonster im Pilzpalast, vielleicht etwas mit dem gefundenen Sternteil zu tun hat? Unsere Helden machen sich auf den Quarkquackdukten, um Licht in die Sache zu bringen. Bis zum nächsten Mal.